Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und ich bin noch immer im Urlaubsmodus. Mit dem Umziehen sind wir noch nicht so weit gekommen, weil einfach noch die ein oder anderen Baustellen da sind. Aber ich dachte, ich widme mich wieder der Dekoration, auch wenn wir noch nicht fertig sind. Wir haben uns einen tollen Herrenhuter Stern gegönnt und der hängt jetzt unterm Abdach. Und da möchten wir eine kleine Sitzgruppe hinstellen, die wir jetzt gerade noch auf dem Balkon haben. Und da ist ein runder Tisch bei und deswegen dachte ich, möchte ich gerne so ein Tablett gestalten. Es ist kein Hexenwerk, um irgendwie Pflanzen auf ein Tablett oder in Terrakotta-Töpfen zu pflanzen. Aber ich möchte einfach meinen Geschmack mit euch teilen. Weniger ist da einfach mehr, also nicht so überladen, sondern viel mit Naturprodukten, weil ich das einfach sehr gerne mag. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Weiße Hyazinthen, Arizona-Zypresse, Nobilis, feine Seidenkiefer, Polstermoos, Zapfen in unterschiedlichen Größen, Äste, ein bisschen Flechtenmoos und Windlichter. Ihr seht, es sind kaum neue Produkte dabei, weil ich einfach dieses Basic wie Polstermoos, Kiefer, Nobilis und diese Arizona-Zypresse liebe und gehört 2020 zu meinen Favoriten. Und ich finde auch diese Terrakotta-Töpfe, die so ein bisschen auf Alt gemacht sind, sehr, sehr cool. Die sind jetzt Anthrazit. Ich finde, das passt sehr gut zu unserem Haus. Und da möchte ich jetzt einfach diese Hyazinthen-Zwiebeln reinpflanzen. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, aber sind die denn winterhart? Also wenn die Zwiebeln noch so ganz knospig sind und es noch nicht so ein starker Frost da ist, also es soll wirklich nur leichter Nachtfrost sein, dann ist es auch kein Problem für die Zwiebeln. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Erde rein. Ups, jetzt ist das Tablett dreckig. Ein bisschen wild hier. Naja, auf jeden Fall, das tut der Zwiebel nichts. Sie braucht nicht allzu viel Wasser. Und wir wollen das alles ein bisschen ausdekorieren mit Tannengrün und mit ein bisschen von dem Moos. Ich persönlich mag das einfach sehr, sehr gerne zur Winterzeit mit den Zwiebelgewächsen. Es ist halt nicht so typisch weihnachtlich, sondern ich würde sagen eher so ein bisschen, ja, winterlich. Und der Kameramann sagte gerade, er möchte auch gerne oder Hyazinthen haben, weil es ihn an Schweden erinnert. Und wir besuchen ja sonst immer im November die schwedischen Gartenzentren. Und jetzt zaubern wir uns das einfach hierhin. Und ich bin immer begeistert von der Kunst, von der Einfachheit, dass die einfach so ein bisschen Polstermoos reinlegen und einfach ein bisschen mit Tannengrün ausstecken und das war's. That's it, Leute. Das ist, was wir machen. Und mir gefällt es jetzt schon sehr gut. Für den einen oder anderen mag es vielleicht ein bisschen zu simpel sein. Dann werden wir die Schale noch so ein bisschen ausschmücken mit ein paar Zapfen, so ein paar natürlichen Elementen. Aber ich finde, ja, weniger ist manchmal einfach mehr. Und man muss einfach gute Basic-Produkte haben, natürlich diese natürlichen Produkte oder ein cooles Tablett oder eine fette Holzscheibe. Also es muss jetzt auch nicht mit diesen schwarzen Töpfen sein. Ich hätte Terrakotta jetzt auch gut gefunden, aber um es alles noch ein bisschen modernen Touch zu geben, gefällt mir das so auch ganz gut. Wir hatten jetzt keine einzelnen Zwiebeln im Laden, das tut der Sache, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich schneide diese jetzt einfach auseinander. Ihr seht, die Wurzel ist ja schon richtig oder die Zwiebel ist richtig weit entwickelt und das findet die Pflanze auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich diese hier trenne. Und das ist teils auf jeden Fall auch günstiger, wenn ihr die in diesen Dreiertöpfen nimmt und wenn ihr die sowieso umtopft, ist das doch alles kein Problem. Auch hier fülle ich wieder ein bisschen Erde nach. Genau, und diese Töpfe, die haben jetzt ein Loch, ne, damit das Wasser auch abfließen kann. Aber wie gesagt, die brauchen wirklich kaum Wasser, bis gar kein Wasser. Also ich habe die auch schon auf Terrasse gehabt, auf dem Balkon in der Winterzeit. Und das hat wunderbar geklappt. Also natürlich blühen die nicht zu Weihnachten. Dafür ist es zu kühl. Aber gerade in diesem Stadion, wie sie jetzt sind, sind sie halt auch wirklich wunderschön. Macht da wieder so ein bisschen Moos dazu. Ihr könnt natürlich auch normales Moos nehmen. Ich hatte ja noch ein bisschen von diesem Flechtenmoos. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Und dann kommt da noch so ein Ast dazu. Also alles mega natürlich. Hätte auch gerne noch so Lärchenäste gesammelt. Aber es ist momentan echt nicht so cooles Wetter. Und für draußen ist das dann einfach auch so ein bisschen zu kühl. Und deswegen vielleicht zum Wochenende hin, dass es ein bisschen schöner wird. Ihr seht, ich stelle das Dreierlei oder Viererlei einfach mal hier hin. Und das möchte ich dann mit so ganz schlichten Teelichtern kombinieren. Ich finde Teelichter, ja, die wehen immer so schnell zu. Deswegen muss man da irgendwie ein Glas zu haben. Optimalerweise natürlich geschlossen, aber weil es unterm Abdach steht, ist das auch vollkommen okay, dass es offen ist oben. Ja, ihr seht, ich mache jetzt keine Drainage rein, weil die Töpfe nicht so tief sind. Ihr könntet aber Hydrosteine vorher nehmen. Das ist aber jetzt für diese Zwiebelgewächse gar nicht so tragisch. Hier setze ich jetzt noch eine dazu, mache ein bisschen Platz. Und ihr seht, ganz brutal setze ich diese hier noch mit dazu. Mehr ist mehr. Also die Leute, die auch gerne nach Holland fahren zu den Gartenzentren, sehen auf jeden Fall auch immer sehr, sehr viele Hyazinthen. Also wie gesagt, das ist wirklich, ja, die werden gerne im Pflanzschein für draußen schon gepflanzt, dass man das da schon reinsetzen kann. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass die Holländer so gerne Blumenzwiebeln mögen. Ich weiß es nicht, kann es euch gar nicht so sagen. Ihr könnt das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet mit Blumenzwiebeln oder Tulpen schon zu Weihnachten oder vor der Weihnachtszeit. Ich weiß, der ein oder andere sagt, das geht alles jetzt ein bisschen zu schnell, aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall passt. Und wir haben immer, oder ich persönlich habe immer schon die ersten Tulpen zu Weihnachten oder spätestens zu Silvester in Weiß auf dem Tisch. Weil das, ja, startet so eine andere Ära. Und man darf halt auch nicht vergessen, bei uns fängt die Weihnachtszeit natürlich auch super, super früh an. Wir befassen uns da ja schon fast mit im August oder fast das ganze Jahr über. Und es ist jetzt total verrückt. Ich habe heute Termine gemacht, schon wieder für Weihnachten 2021 im Januar. Da sind wir schon eingeladen zum Showroom. Und ihr seht, ich bin gerade so ein bisschen nett zurechtgemacht. Natürlich für euch. Nein, aber ich fahre gleich mit meiner Mutter nach Holland. Und da werden wir auch schon wieder die ersten Frühlingssachen noch ordern, was noch so ein bisschen fehlt. Ja, es ist einfach eine andere Zeit, ne? Also auch wir kommen nicht zum Messen. Und natürlich sind da Sicherheitsvorgaben und man macht das alles mit Mundmaske. Aber schon eine ganz andere Hausnummer. Ich habe schon gerade so ein kleines Lunchpaket mitgenommen für, oder Lunchpaket nicht, ein Abendbrot, sage ich mal, und noch ein paar Bier eingepackt. Und das können wir dann nachher im Hotel verzehren. Aber Geschäftsreisen sind soweit ja zum Glück erlaubt. Und wir wollen doch auch wieder zum Frühjahr schöne Sachen haben, aber jetzt erstmal zu Weihnachten. Und so wie das aussieht, lohnt es sich fast gar nicht, unseren Weihnachtsbaum aufzustellen. Also wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir nächste Woche einziehen können. Oder am Wochenende war eigentlich unser Plan. Aber ihr kennt das selber, man kann sowas nicht immer planen. Da muss man einfach mal entspannt bleiben. Und deswegen passt das jetzt gerade auch ganz gut, dass wir noch eben zwischendurch einen Termin gemacht haben, um nach Holland zu fahren. Der Kameramann ist traurig, weil er jetzt alles selber packen muss. Nein, das stimmt nicht. Ich sabbel hier einen ab, war, Leute. Aber ihr seht, es ist so schnell gemacht. Ich mache mal eben diese schnelle Saubermachrunde hier. Und ihr seht, die sieht doch einfach wunderschön aus. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Und man kann das auch, wenn man möchte, einfach ja, also so natürlich hinstellen. Man kann natürlich auch sagen, ich nehme einen ganz, ganz großen Korb, wo ich die Hyazinthen reinsetze. Dann will ich da einfach noch so ein paar Zapfen zu reinschmeißen, so ganz, ganz locker. Und dann haben wir eigentlich unsere Deko schon fertig für auf dem Tisch. Also die Küche ist schon mal so weit durch. Jetzt wollen wir noch so ein paar Orangen mit Nelken fertig machen. Aber da werden wir euch auf jeden Fall noch mal zu mitnehmen.
Ich glaube nicht, dass es diese Woche was wird, aber ich verspreche euch natürlich, dass wir vor Weihnachten noch mal schauen, wie wir es bei uns zu Hause schmücken. Wir können da auch noch mal so einen Zapfen zulegen. Und ich finde, das ist so eine Art Winter Wonderland. Wer will, kann auch noch einen Ast drüberlegen. Das ist mir jetzt persönlich zu viel. Ich finde das so nüchtern, so ganz klar, ganz schön. Dann haben wir den Herrenhuter Stern und dann sind wir durch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ich bin ganz gespannt nach euren Kommentaren, was ihr haltet von Zwiebelgewächsen oder auch schon Frühjahrsblüher zu Weihnachten. Euch wünsche ich allen einen schönen Mittwochabend und bis bald. Ciao! On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh, the work to be done on my Christmas run is a most. Wenn man was für sich selber macht, macht man es natürlich auch besonders hübsch. Ich habe hier und da im Tablett auch noch ein bisschen Polstermoos reingelegt. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, ich liebe einfach Deko, egal ob im Innenbereich, Außenbereich, zu Weihnachten, Frühjahr, Sommer, einfach all about flowers, dann seid ihr richtig beim Channel. Abonniert einfach hier oben.